Was geht ab, Bose, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bose, es ist heute ein ganz cooles Video, denn wir haben hier Micha Godzilla, ja, den Skin, den haben wir uns auch mal gegönnt. Muss man aber im Shop von Vanguard kaufen, wusste ich vorher nicht. Habe ich dann zufällig mal gesehen, als wir Vanguard wieder gezockt haben. Und ja, heute testen wir mal wieder was ganz Interessantes. Und zwar ist das die Finn LMG, ja, die soll mit diesem Kettensägenaufsatz ja richtig hart rasieren, so wie ich gehört habe. Und wir werden es auf jeden Fall heute ausprobieren. So habe ich sie konfiguriert. Als extra, da habe ich die Fingerfertigkeit mitgenommen fürs schnelle Nachladen. Und ja, wir schauen einfach mal, was sie so macht. Wir haben die so vom Zombie-Event noch, wo wir mit Leatherface unterwegs waren. Probieren die auf jeden Fall aus. Wir schauen einfach mal ins Game auf Rebirth, was mit der Waffe so geht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis gleich im Game. Peace. Ja, Bros, heute mal ohne Gulag-Cap, denn auf Rebirth gibt es ja auch keinen Gulag, deswegen dachte ich mir, heute können wir uns mal die Gulag-Cap sparen. Vielleicht bringt das ja mehr Glück. Wir werden sehen. Wir hören hier immer noch im Hintergrund, was eigentlich voll nervig ist, die ganze Zeit diese Geschrei von Godzilla, Alter. Muss nicht unbedingt sein. Aber ja, sie fanden das anscheinend cool, dass man die ganze Zeit die Geräusche... Ja, sie fanden es anscheinend cool, dass man die ganze Zeit diese Geräusche oder diese Schreie von denen hört. Ich finde es irgendwie nicht so cool. Es ist irgendwie nervig die ganze Zeit, Alter, wenn man einfach mal seine Ruhe im Menü will. Warum muss man... Digga, endlich im Game. Rebirth einzeln. Ich muss gucken, wie ich sitze, Alter. Ich habe mir mein scheiß Knie am Wochenende beim Fußball verletzt. Boah, das ist so komisch, wenn man so lange nicht mehr gezockt hat, Bros. Dann ist es ganz, ganz komisch. Ihr kennt es. Wenn ihr mal ein paar Tage kein Call of Duty hattet, Alter, und dann mal wieder reingeht und dann direkt eine Aufnahme. Nicht die besten Voraussetzungen. So, den holen wir uns. Ihr müsst halt aus der Hüfte schießen. Und dann schallert die Waffe aber echt gut rein. Da ist natürlich Präzision gefragt. Ihr seid natürlich deutlich schneller als der Gegner, weil ihr halt nicht zielen müsst. Aber ihr müsst natürlich auch die Präzision dann drauf haben. Das ist schon klar. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. So, Mechagodzilla, ein geiler Skin. Feier ich echt hart. Habe jetzt kein extra Video dazu gemacht, aber finde ich schon sehr, sehr geil. Also Mechagodzilla schaut richtig cool aus. Meiner Meinung nach der beste Skin von den dreien, die jetzt rauskamen. King Kong war größte Fail, aber genug gelabert. Ab ins Game. Natürlich gibt es keine Waffe hier, Alter. Digga, ernsthaft, Alter? Das ist unglaublich, Mann. Ja, von beiden Seiten, Digga. Komm. Ja, fetzt euch. So, wir gehen jetzt mal hier unten rein. So, let's go. Die Waffe ist schon eigentlich echt geil, ne? Die Nikita. Hä? Ich hab doch den von Gojira drin gehabt. Oh mein Gott, bin ich dumm, Alter. Den Gunfight hätte ich... Oh mein Gott, den hätte ich gewinnen müssen. Ey, ernsthaft? Was ist denn los? Warum... Ja, natürlich, Digga. Wohin gehen wir? Gehen wir da hoch? Ja, wahrscheinlich, Digga. Ist ja noch da oben der Penner, dann holen wir uns ihn. Zurück in den Kampf. Das war er. Nein. Die Waffe scheppert rein, Alter. Boss, Alter. Also, ich kann euch die Waffe echt empfehlen. Fuck. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Wo ist er hin? Er ist rein, Digga.
Nein! Digga, die Waffe scheppert so rein. So, komm da zurück. Ja. Was, er ist tot? So, Drohne wieder. Fuck, da ist jemand oben. Boah, diese Waffe schallert so rein, Alter. Ist so unfair. Du landest doch wieder da, oder? Boah, was ein Fight. So, immer mit der Ruhe. Wir haben bald keine Muni mehr. Es ist halt sehr Muni-intensiv, diese Waffe. So, in dem Haus drüben war jemand. Die Waffe ist halt auf weite Distanz sogar geil, Bows. Also echt mega, feier ich. Erste Runde gleich so eine geile Runde mit der Finn LMG. Feier ich hart. Die Frage ist, wo lange er jetzt geht. Ich glaube hier lang. Werden abgeschossen. Nein, nein, er ist oben auf dem Dach. Abcampen halt. Auf geht's in die nächste Runde. Aber wie ihr schon sehen könnt, die schallert so krass rein. Das Geile ist halt an der Waffe, ihr könnt sie im Nahkampf extrem gut nutzen, weil sie halt aus der Präzision feuerbar ist und sie halt eine extreme Schussrate hat. Und den Schaden einer LMG und ihr könnt aber auch auf Weiten, wenn ihr natürlich gut aimen könnt, richtig reinballern. Ich finde, die Finn LMG ist noch viel OP'er, sage ich jetzt mal, ja, also die ist ganz weit oben dabei. Probiert es auf jeden Fall aus, das macht richtig viel Spaß. Wir schauen uns mal, dass wir noch eine gute Runde bekommen, Boss. Let's go. So, Boss, nächste Runde. Auf geht's. Erste Runde war eigentlich echt gut. Da konnte man die Waffe schon ziemlich gut zeigen, aber ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die erste Runde. The fuck, was war das, Alter? Meint der Ernst, er schafft es? Wollt der mit der Bazooka killen, Alter? Nein! Nein, ich habe ihn sogar fast bekommen. Ey, da lande ich vor der Schnauze. Ey, ich wollte eigentlich zu dem anderen. Scheiße. Digga, was hat er sich denn da bitte dabei gedacht? Das war ja mehr als offensichtlich. Okay, Ausrüstung kommt. So, wo ist der gelandet? Über uns. Du räudiger Köder, du! Wolltest du mit der Schrotflinte ran, oder was? Schaut mal, wie schnell 40 Schuss weggeballert sind. Das ist halt schon echt abartig. So, wo landet der jetzt? Jetzt landet er bei seiner Ausrüstung. Leute, diese Waffe ist unfair. Und schaut mal, wie schnell das Movement ist mit der. Also, Digga, es ist halt einfach eine SMG eigentlich. Da liegt eine Claymore. Das war knapp. Habt ihr es gehört? Digga, der ist komplett durch die Decke. Bruder.
Er ist schon wieder er. Und er flippt schon wieder aus. Ja, Digga, und dann kommt er mit einer Schrotflinte. Was für ein Lutscher, Alter. So ein Lutscher, Alter. Ey, auch noch Twitch TV, Alter. Schaut's euch an. Ja, das ist halt einfach lächerlich. Das ist halt einfach traurig, Alter. Mann, ich kann meine Waffe nicht mehr holen. Wir versuchen jetzt halt noch den Win zu machen. Ich habe halt nichts, das ist das Problem. Ja, ich werde abgeschossen. Ja, Digga, von allen Seiten. Nein, hinter mir! Er chillt dort, Digga. Okay, ich hab viel zu viel Panik geschoben. Ey, Mann, Alter. Es sind halt solche Lutscher nur noch am Ende. Schaut's euch an. Sowas tötet mich. Crazy Wolf 1967, Alter. Also bitte, ey, echt. So, Boss, wir gehen noch eine Runde rein. Die FinnLMG macht so Spaß. Ich habe so Bock zu zocken, Mann. Es bockt sich einfach zu zocken mit der Waffe. Deswegen gehen wir in die nächste Runde. So, Mikrofon läuft. Alles läuft. Hallo, hallo. So, Boss, ab in die Runde. FinnLMG Rebirth. Let's go. Ich habe Bock. Sonniger Tag hier draußen. Ich schwitze mir den Arsch ab. Der Schweiß rutscht mir den Buckel runter. Ins Arschloch. Und wieder runter. Vorbei. Ich glaube, das muss ich zensieren. Auf geht's zu Prisen, Prisen. Was? Digga, was geht denn mit mir auf einmal ab, Alter? Ich bin hardcore heiß. Habt ihr gesehen, wie wir den weggebrettert haben? Das Spiel hat so einen kleinen Fehler, kann es sein? Ich sehe nicht, ob ich ihn kille oder sowas. Also rechts, na klar, aber sonst. Huhuhuhu! Nein! Nein! Den haben wir auch fast geholt. Ach, verdammt, Alter. Ja. Ich hätte vielleicht... Ja. Ja. Hätte man besser spielen können? Schade. Digga, diese Runde geht ja übelst ab. Oh. Alter. Digga, was ist hier los? Was ist hier los, Boss? So, her mit der Waffe. Juhu! Gut, wir können noch eine Klasse nehmen. Sehr schön. Nein, Digga, was? Wie kann ich ihn nicht treffen? Ey, Leute, ich hasse es, wenn ich so schlecht und schlimm abkratze. Wirklich. Feinde landen im Einsatzgebiet.
Ja, Buddy. Am Ende kannst du halt doch nichts, Buddy. Die Waffe scheppert so rein, Digga. Ich komme einfach nicht klar, Bose. Wie krass ist diese Waffe, bitte? Digga, die scheppern so weg, Alter. Das ist nicht normal. Ja, nice, dass ich den Herzschlagsensor sehe. Also, wir sind schon hart am Rasieren, die Runde, ne? Oh, wir könnten uns eine Drohne, glaube ich, holen. Ich glaube, wir sollten auf dieses Gebäude gehen. Nein, Digga, er ist doch gestorben. Ich bemerke gerade, dass das gar nicht meine Waffe ist, Bose. Ey, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich verliere schon wieder gegen so einen Spastiker, Mann. Nein, Digga, nein. Ey, habt ihr es gesehen, wie wir rasiert haben diese Runde? Ey, und dann holt mich so ein Lutscher, Alter, weil ich nicht meine Waffe hatte. Das war nicht meine Waffe. Meine Waffe ist schallgedämpft. Die Waffe war nicht schallgedämpft. Bose, schade, schade. Wir probieren noch eine. Let's go. So, Boss, wir gehen noch eine Runde. Auch wenn wir den Sieg nicht holen können heute, ihr habt gesehen, die Finn LMG scheppert alles weg, ja? Ich kann sie euch nur empfehlen, es macht ordentlich Spaß, mit der Waffe zu spielen. Und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Spiel, dass man Spaß hat, ja? Hat man sowieso zu wenig. So, wir gehen nochmal Prisen, Prisen. So, der letzte Schlag. So, hier drüben sind noch bestimmt noch welche. Das kann eigentlich nicht sein, dass hier niemand ist, Alter. Digga, wir holen so geile Kills, ne? Landen die wieder hier? Nein, oder? Doch. Digga, wir fetzen so durch, ne? Das ist nicht normal. Oh, fuck, Alter. Nein. Bin tot. Auf wen hat er da gerade geschossen? Digga, wir haben zu viel Geld. Wieso ist meine Waffe ohne Schalldämpfer, Boss? What the fuck? Die Waffe habe ich doch gar nicht so erstellt.
Die Waffe habe ich gar nicht so erstellt. Ja, Digga, alles klar. Wartet. Wie kann er wissen, dass ich da drin bin? Das ist sehr komisch. Ich kann meine Waffe nicht holen. Mann! Oh, er geht weg. Nimm doch die Waffe! Ich bin tot. Oh, ich muss durchfliegen. Mann, Alter, das hätte so eine geile Runde werden können. Schussverkauf. Ja, der Einkauf ist aber extrem riskant. Brauch. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ich verstehe das nicht. Ich habe ihn genauso früh getroffen und ich verliere viel mehr Leben als er, obwohl ich die AK-74U habe. Hören wir auf zu labern. Es wird hier fucking schwer zu überleben sein. Aber ich habe keine andere Wahl. Hier kann einer hoch und da kann einer hoch. Ich habe den besten Spot immer noch. Boss, ey, was ist das für eine Runde schon wieder? Warum ist meine Waffe auf einmal geändert? So, wir müssen jetzt hier ein bisschen chillen. Da landet einer. Wir haben nur 33 Schuss. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Wir haben nichts einfach. Wir sind alleingelassen, Boss. Wir sind alleingelassen. Und auf das habe ich gewartet, Boss. Auf das habe ich gewartet. Wieso jagen alle mich? Wie die alle da hochbrettern. Jetzt nicht dumm sterben, Alter. Wir müssen eh weit. Wir haben zwar eine Gasmaske, aber ich glaube, wir sind gezwungen weiterzugehen. Zwei sind's noch. Okay, ich höre jetzt auf zu reden. Er ist oben, Digga! Er hat keine Gasmaske gehabt, oder? Ach komm, Alter. Das ist doch Bullshit! Schade. Schade, schade. 15 Kills war eine sehr gute Runde, aber schade. Schade, dass wir keinen Sieg geholt haben. 15 Kills war... Ja, kann ich mit leben. Ich komme, muss ich ehrlich sagen, mit dem Scuf-Controller immer besser zurecht, Boss. Es macht so viel Spaß, mit diesem Controller zu spielen. Und der Lutscher hat einfach einen Vorteil gehabt, weil er oben war und ich einfach nicht schnell genug reagiert habe. Ah, fuck. Ich hätte das besser ausspielen können auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich noch warten müssen, bis er runtergeht, aber naja. Auf jeden Fall, die Finn LMG Bows. Eine mega geile Waffe. Ich verstehe nicht, warum sie auf einmal ohne mein Monolith ist. Keine Ahnung, Digga. Aber ich kann sie euch auf jeden Fall extrem empfehlen. Spielt sie so, ihr habt gesehen, was die Finn alles so drauf hat. Und zudem waren es heute echt geile Runden, hat echt Spaß gehabt. Spaß gemacht. Wir haben den ersten Platz zwar nicht gemacht, aber wir waren echt gut dabei. 15 Kills die letzte Runde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, Bows. Nochmal. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Euer Emo. Peace out.